Grün, schreibt Lulu. Und es wird grün. Sehr gut. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es Wähle eine Seite. Und zwar alle meine Videos. Und ich würde euch jetzt viel Spaß mit dem Video wünschen. So, ich entscheide mich für rechts und frage jetzt die Zuschauerin hier: rechts oder links? Ich habe mich für rechts entschieden. Links. Ja, das tut mir echt leid. Leider nichts. Okay. Sie muss leider weg. Dann machen wir jetzt weiter. Perfekt. Und sie kommt schon. Und es ist Lele Vibes mit dem coolen Claudio Merch. Rechts oder links, Lele Vibes? Links. Ach stimmt, ich habe gar nicht gesagt, was ich machen wollte. Wir machen das doch mal. Ich entscheide mich jetzt für rechts. So, rechts oder links? Ich entscheide mich für links. Links, okay. Somit hat Lille Vibes Glück und sie kriegt was. Und zwar kriegst du ein... Das wird jetzt ein bisschen blöd, weil... Ich muss jetzt traden, ne? Da muss ich jetzt traden, leider. Das dauert jetzt. Für euch nicht, weil ich es für euch kürzer schneiden werde, aber für mich dauert es jetzt. Okay. Okay, sie öffnet es auch. Und was wird es? Vielleicht kriegt sie ja das Auto. Oh, aber ist auch cool. Okay. Hier steht jetzt Dylan, die Freundin von Lele Vibes. Rechts oder links, Dylan? Ich entscheide mich für rechts. Die Seite rechts wird es. Rechts. Oh, und die... Oder Dylan hat Glück in dem Falle. Denn sie kriegt jetzt auch ein Geschenk. Ach, schade, dass man Geschenke nicht einfach so geben kann. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was wird es? Springstock ist doch stark, immerhin. Okay. Dann die nächste Person, bitte. Perfekt. Ich entscheide mich jetzt für rechts wieder. Siedler. Links. Tut mir leid. Das war nix, Siedler. Egal, schreibt sie. Immerhin. Okay, Lulu. Ich entscheide mich wieder für rechts. Rechts oder links, Lulu? Jetzt bin ich gespannt. Links. Ich habe mich wieder für rechts entschieden. Es war wieder rechts. Na gut, dann kommt die nächste Person. Und ich entscheide mich wieder für rechts. So, Lotti mit dem coolen Claudio-Merch. Lotti, rechts oder links? Links. Wieder falsch. Sorry. Ey, Freunde, ihr müsst ein bisschen besser schätzen. Okay, ich entscheide mich jetzt für links. Rechts oder links? Attack on Titan. Eine richtig coole Serie. Ich habe mich für links entschieden. Rechts. Nein! Falsch! Och Mann, Freunde, ich trick's euch aus. Okay, dann machen wir weiter. Lea. Ich entscheide mich für rechts. Rechts oder links, Lea? Links. Falsch, Freunde. Ich will euch wirklich nicht austricksen, aber ich trick's euch gerade aus. Was ist hier los? Okay, Fabienne. Ich entscheide mich jetzt für links. Fabienne, rechts oder links? Links, ja. Fabienne hat was gewonnen. Guck mal, Freunde, ich freue mich jetzt, dass die Leute was gewinnen, weil ich will euch nicht reinlegen, aber es ist halt das Spielprinzip. Versteht ihr, rechts oder links? Und wenn es rechts ist, ist es rechts. Wenn nicht, dann ist es nichts. So. Und sie öffnet es auch. Einkaufswagen, okay. Ich entscheide mich wieder für links, Saskia. Saskia, rechts oder links? Rechts. Ich habe mich für links entschieden. Falsch. Sorry. Oh, Freunde, so liebe ich es, wenn es so abläuft. Liebe ich es einfach. Okay, rechts oder links? Ich entscheide mich für rechts. Oh, er hat auch rechts. Er hat sich in dem Moment auch für rechts entschieden. Ich vergesse es, dass ich mich auch hier für eine Seite entscheiden muss. Aber ich habe noch ganz schnell rechts gesagt, bevor ich gesehen habe, was er geschrieben hat. Deswegen passt es. So, er kriegt auch ein Geschenk. Warum will er nicht die Kopfhörer auf? Ich brauche doch die Kopfhörer gar nicht. Aber eigentlich, falls so ein Ton kommt, dann höre ich es ja, aber ist nicht so wichtig. So, er kriegt jetzt auch ein Geschenk, er oder sie. Ich bin jetzt gespannt, ob er es auch öffnet. Danke, gerne. Oh, er öffnet es nicht. Na gut, dann machen wir weiter mit Ole. Ole, rechts oder links? Ich entscheide mich für links. Ah, er öffnet es jetzt im Nachhinein. Oh, und Ole kriegt auch was. Oh, und er hat einen Stab und er fliegt jetzt.
Nein, Ola, du gibst mir jetzt nichts. Okay, sehr gut. Okay. Dann, Ola hat jetzt auch was bekommen und wir schauen mal. Oh, Kinderwagen. Oh, ich sehe im Hintergrund, machen Leute auch Geschenke auf. Okay, stark, Ola. Dann machen wir jetzt weiter mit Lou. Lou, ich entscheide mich für links, Lou. Was nimmst du jetzt wohl? Rechts. Sorry, das ist leider falsch. Dann kommt jetzt die nächste. Annie. So, Annie, ich entscheide mich für rechts jetzt, Annie. Vielleicht könnt ihr mich lesen. Also ich versuche jetzt euch zu lesen, wie ihr mich lesen würdet. Deswegen habe ich mich jetzt für rechts entschieden. Links. Leider falsch, Annie. Hey, von Claudio, wann habe ich ein Zap hier? Cool. Ich weiß nicht, zwar nicht, wann ich ihr einen gegeben habe, aber vielleicht hat sie mal irgendwann von mir ein Egg oder so geschenkt bekommen. Krass, also ich weiß selber nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt für links. Laura Fee. Komm, Laura Fee, komm. Lieg jetzt richtig. Links. Ja, stark. Stark, Laura Fee. Du hast mich durchschaut. Sehr gut, Laura Fee. Möchtest du dein Geschenk öffnen? Dankeschön, gerne. Okay, dann machen wir weiter. Ach, nö, sie öffnet es gar nicht. Ist nicht schlimm, aber... Leonie, ich entscheide mich für rechts. Oh, doch, Laura Fee öffnet es. Rechts. Ach, sie hat doch schon rechts geschrieben. Oh, Laura Fee sich gerade im Hintergrund hat einen Stab bekommen. Und Leonie kriegt auch was. Okay. Danke. Oh, vielen, vielen Dank, dass ihr mitmacht. Okay. Leonie öffnet es auch uns. Ah, leider nur ein Stab, aber sieht cool aus. So, wer ist denn das? Ach, das ist die Coco Pau. So, Coco Pau, rechts oder links? Ich entscheide mich für links. Ich hoffe, du kannst mich lesen. Du bist doch eine treue Zuschauerin. Komm schon, Coco. Coco? Sag links. Nein, rechts folgt alle Claudio. Danke. Aber falsch. Nein. Das tut mir leid. Natürlich tut es mir für alle leid, die nichts gewonnen haben. Danke dir. Ja, für nichts, aber danke dir. So, Mathilda, komm her. Mathilda, ich entscheide mich für links. Rechts. Sorry, Mathilda. Das war nichts. Das heißt, du gehst auch leider leer aus. Ist okay. Okay. So, jetzt kommt die Lilly. Lilly, ich entscheide mich wieder für rechts. Komm, pick a side. Ich habe rechts gewählt. Rechts. Die Lilly hat mich gelesen. Die Lilly hat mich gelesen wie ich Danjas Malbuch. Auch wenn man da viel malen kann. Ja, sie tradet jetzt nur mit Freunden. Das ist aber komisch. Oder was? Ich mache mal kurz meine Trades an. Oh, sehr gut. Danke. Ja, bitte. Okay, wir warten noch erstmal, was sie da öffnet. Die Lilly. Keiner das, oh, sie hat ein Parfüm oder so bekommen, oder? Bis jetzt hat keiner das Auto bekommen. So, ich entscheide mich wieder für rechts. So, wer bist du denn hier? Klarinette. Links. Och, schade. Sorry, ich habe mich leider für rechts entschieden. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. So, jetzt kommt Alina. Fan von Claudio. Finde ich Spritze. So, Alina. Rechts oder links? Ich entscheide mich für links. Ich entscheide mich für links. Rechts. Falsch. Es tut mir echt leid, Alina. Und einen echt süßen Kaktusfreund hast du da bei dir. So, es geht weiter. Oh, eine Eule. Krass. Fan von Neuseid. Aha. Rechts oder links? Ich entscheide mich für rechts. Oh, es ist rechts. Geht nicht. Ich wollte schreiben, warum kein Fan von Claudio, aber das geht nicht. Na gut. Keiner hat das Auto bekommen bis heute. Das tut mir echt leid. Okay, wir machen weiter. Das Ding ist, guck mal hier. 4% Chance kann man Legendary bekommen, aber keiner kriegt es. Okay, Eve. Okay, Eve. Was? Ich entscheide mich für links. Komm, Eve. Komm, Eve. Links, folgt ihm. Jawoll. Jawoll. Stark, Eve. Du hast mich gelesen. So, wir schauen jetzt mal. Stark. Und was kriegt jetzt vielleicht Eve das Auto? Das wäre echt cool, wenn jemand das Auto bekommen würde. Nee, Eve geht einfach weg. Na gut. Dann machen wir weiter. Rechts oder links? Ich entscheide mich für rechts. Noemi. Komm, Noemi. Du liest mich aber jetzt. Links. Nein. Sorry. Sorry, Noemi. Es tut mir echt leid. Noemi, es tut mir echt leid. Alles gut, danke. Okay, wir machen weiter mit Vienne. So, Vienne. Ich entscheide mich für rechts. Die richtige Seite. Nee, Spaß, links. Tja. Ey, sie hat eine Eule. Die Eule ist Wurfwurf. Tja, Noemi. Und das ist die falsche Seite. Sie schreibt Mann. Tja, Noemi, wenn du das siehst, ich sag dazu nur PP. Persönliches Pech. Nein, Spaß, liebe Grüße an der Stelle an dich. So, Blackpink. Ich entscheide mich für rechts. Rechts, alle müssen Claudio folgen. Ja, er ist der Beste. Danke, aber ihr seid auch die Besten.
Und du hast recht, Sasa. Leider können halt heute nicht alle gewinnen, bin ich ehrlich zu euch. Aber ich bin schon froh, dass einige von euch gewinnen können. Und solche Sachen werde ich ja nicht zum letzten Mal machen, sondern ich mache ja sowas öfter jetzt in der letzten Zeit mit der Community. Das heißt, seid gespannt, folgt mir auch fleißig. Folgt mir auch auf Instagram tatsächlich, weil auf Instagram kündige ich sowas immer an. Und auch auf Twitch, weil dort bin ich öfter jetzt live. So, Blackpink, du hast gewonnen. Willst du es öffnen oder nicht? Nein? Na gut, dann nicht. So, bam, macht weiter. Lulu ist das. Rechts oder links? Ich habe mich gar nicht entschieden. Ich muss das nochmal machen. Ich entscheide mich jetzt für links und nochmal. Ich entscheide mich für links. Ich hab einfach mich nicht entschieden. Ist auch ein Fail, Freunde. Ich habe auch so kleine Aussetzer. Ich habe mich jetzt für links entschieden. Okay, links. Gut, dass die Person noch bei links geblieben ist, denn jetzt kriegt die Person noch was. Ja, Freunde. Ist halt schwierig, ne? Okay. Dann machen wir weiter mit Lea. Ich entscheide mich für rechts, Lea. Oh, und Lea kriegt auch was. So. Und das war's. Ich guck mal, ob Lea noch öffnet und ja. Oh, okay. Freunde, das war's mit Wähle eine Seite oder wähle die richtige Seite. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen werde. War wieder ein Video mit der Community. Und zwar ist es Wähle die richtige Seite. Und ja, heute sind leider nicht so viele Zuschauer am Start. Obwohl doch, im Hintergrund seht ihr es, es kommen noch einige rein. Wir haben halt leider ein Problem momentan. Also es ist so, dass die Leute, die über den PC mir ganz easy auf meinem Private Server folgen können. Aber die Leute am Handy und am Tablet und so weiter, die können mir nicht nachjoinen. Also an dieser Stelle, wenn ihr Tipps habt und wisst, wie ich das beheben kann, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe echt einiges probiert, aber irgendwie funktioniert es nicht. Wir haben uns jetzt auf dem Private-Server getroffen. Das heißt, es könnten sich jetzt auch ein, zwei Leute, ja, so reinmischen, die vielleicht nicht von uns sind. Aber wir wissen es nicht. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar heute gibt es auch was richtig, richtig Krasses zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich genug Robux habe, aber es wird richtig cool. Ich sage es euch noch nicht, ihr werdet es gleich sehen. Also hier, ihr seht ja, hier gibt es eine rote Wand und hier gibt es tatsächlich eine grüne Wand. Und ich entscheide mich für eine Farbe. Und ich würde sagen, ich entscheide mich für... Würde ich mal sagen. Für die rote Farbe. Ich bleibe erstmal hier lange drin. Also ich entscheide mich dafür. Ich stelle dann den Stand hier. Und die Person, die sich die richtige Seite entscheidet, die kann dann den Stand bekommen. So, wir gehen jetzt mal da rein. So, wir stellen jetzt hier den Stand hin. Aber wir müssen den weiter nach hinten stellen. Nicht, dass der dann auf E klicken kann. Versteht ihr, Freunde? Wir müssen den ganz weit weg hinstellen. Okay. So. Okay, go. Okay, die Person sollte sich jetzt vor eine Wand hinstellen, entweder rot oder grün. Und sie stellt sich vor grün hin. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob da was steht. Und grün kommt weg. Das tut mir leid, aber bei grün ist nichts. Und bei rot hätte sie den Stand gewonnen gehabt. Das tut mir leid. Oh, ich sehe gerade, Dicke ist mir nachgejoint. Okay, Freunde, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Person. Und sie soll sich jetzt für grün oder für rot entscheiden. Und sie entscheidet sich für grün. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment, ich teste mal was. Ich teste mal das. Und zwar verkaufe ich das. Wo kann man zurückmachen? Es gab doch mal diese Funktion, wo man Sachen verkaufen könnte. Und dann zack, irgendwo, dann konnte man das wieder machen. Aber warum geht das nicht mehr? Klappt wohl nicht. Na gut, okay. Okay, die Nira hat sich für grün entschieden und wir schauen jetzt mal. Grün ist leer. Wir gucken jetzt mal hier. Und bei Rot stande was. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber ja, so ist das Spiel leider. So, wir machen jetzt weiter. So, wir machen das mal wieder groß und wir machen das mit der nächsten Person weiter. So, wir gehen jetzt mal wieder zu Rot. Und jetzt gehen wir rüber zu... Grün. Und wir stellen den jetzt mal bei grün ab, schnell. So, und wir schauen jetzt mal. Okay, die nächste Person. Such dir eine Farbe aus und stelle dich vor sie. Oh, ich habe das hier nicht groß gemacht. Ups. Sie hat sich für grün entschieden. Ich habe grün nicht ganz groß gemacht, aber ich glaube, sie hat es nicht gesehen. Okay, sie hat sich für grün entschieden und wir machen mal grün klein und... Es ist die erste Gewinnerin. Also es muss ja auch nur stehen bleiben, weil ich muss jetzt geben. So, Freunde. Ja, ich mache das Ganze jetzt. Also, ich habe mir jetzt auch bei dem tatsächlich dafür entschieden. Ich habe mir auch da extra für das Item entschieden, weil ich weiß ja, dass vielleicht einige von euch nicht Robux aufladen. Das heißt, ich merke gerade, ich brauche gar nicht aufzuladen. Ich kann dir das auch einfach so geben, lol. Warte. Das ist wiederum cool. So.
Sie hat einen klassischen Handelsstand. Und wir machen dann jetzt mal weiter. Dann haben wir jetzt grün und dann gehen wir jetzt bei grün rein. Und dann gehen wir jetzt bei rot rein. Und wir stellen es jetzt schnell bei rot auf. Und wir gehen jetzt raus. So, Freunde, ich habe jetzt noch ein paar Regeln erklärt, damit auch viele jetzt wissen, wie es hier vorangeht. Okay, jetzt hat sich für rot entschieden. So, dann gucken wir jetzt mal. Kann man das hier sehen? Nee, man kann es hier nicht sehen, weil ich dachte, vielleicht kann man durchgucken. Okay, dann machen wir erstmal bei, dann machen wir bei rot runter. Und sie hat Glück. Sie hat Glück, denn sie kriegt jetzt wieder einen Gegenstand. Und ich glaube jetzt schon auch den nächsten. So, ihr seht es da unten. Ich muss mir auch die Namen tatsächlich merken, Freunde. So, Freunde, falls ihr das Video seht und ihr seht, vielleicht jemand cheatet hier also oder schummelt hier, dann könnt ihr es gerne mal schreiben. Also schreibt es auch gerne in die Kommentare, damit ich dann weiß, dass ich die Person bannen muss. So, hier ist einer weg, okay. Okay, wir gehen jetzt wieder hier hin. Tun, das würde ich ihn jetzt auch stellen, weil ich habe gesehen, der nächste ist Mr. Glob. Und Mr. Glob muss ich versuchen auszutricksen, weil Mr. Glob kennt mich mittlerweile sehr gut. So, wir stellen jetzt den nächsten hier hin und schauen jetzt mal. So, Mr. Glob. Mr. Glob spielt doch Spielchen mit mir. Nicht schlecht, Mr. Glob. Guck mal, er geht da hin und her. Okay, okay, er hat sich für grün entschieden. Und wir schauen jetzt mal, ob was hinter grün ist. Und Mr. Glob? Stark, Mr. Glob. Sehr, sehr stark. Hat mich gelesen wie ein Buch, muss man sagen. Er kennt mich auch schon mittlerweile. Oh, da muss ich ihm tatsächlich eine Handelsanfrage schicken, weil er nimmt keine Geschenke an. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, Freunde, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, nicht ganz ausgewählt. Ich habe gerade, also ich habe extra mich für dieses Item entschieden, weil ich ja weiß, dass nicht jeder Robux aufladen kann. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, Freunde, dann versuche ich euch diesen, ja, Gegenstand zu geben. Ich weiß, es ist sehr, sehr kostspielig jetzt für mich, aber es ist nicht so schlimm. So. Okay, wir entscheiden uns wieder. Jetzt gehe ich mal wieder zu grün. Ich mache mal wieder grün, komm. Okay, ganz ehrlich. Ich gehe mal jetzt nicht bei... Oh, doch, ich gehe bei rot rein. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt mal nicht bei rot rein. Aber es wäre zu auffällig. Ich glaube, die Person hat darauf geachtet. Ich kann nicht wieder sagen, die richtige Seite, oder? Okay, grün oder rot? Okay, dann schauen wir jetzt mal. Und sie hat Glück. Es ist Vienne. Die Grüße an dieser Stelle an euch alle. So, Vienne, du hast Glück. Glück, 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 Glück. Okay. Vienne ist mit dem Stand da. Da machen wir jetzt weiter. So. Alles zu machen, schön. Oh mein Gott, schreibt sie, okay. Wir gehen jetzt mal bei rot. Ich habe schon gesehen, die nächste Person hat einen roten Merch von mir an. Das heißt, ich gehe mal extra zu rot. So, ich gehe jetzt mal bei grün rein. Zusatz würde ich was bei grün reinstellen. Und jetzt gehe ich wieder bei grün raus. Okay. Es ist jetzt, warte, wer ist es? Gucken. Es ist, it's Andriana Roblox. Okay. Ja. Entscheide ich für rot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mich freut das tatsächlich gerade, weil sie sich für rot entschieden hat. Ja. Sehr, sehr gut. Und wir machen weiter. Ich gehe mal bei grün rein. Freunde, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade so schnell mache und ich ein bisschen mich mit euch freue und alles. Ich freue mich natürlich mit euch, aber ich muss halt schnell machen, damit es zügig vorangeht, weil ich merke, es kommen immer neue Leute rein und ich möchte halt nicht, dass sich Leute quasi... Und dass Leute quasi dazukommen, die nicht von der Community sind, versteht ihr? Deshalb versuche ich jetzt ein bisschen schneller zu machen. Und weil es halt jetzt, so, wo ich gerade gesehen habe, ist doch jetzt wieder viele gekommen. Deswegen, ja, warte ich da jetzt. Okay. Wer kommt jetzt? Sarah. Okay, Sarah, bin gespannt. Rot. Sie hat sich für rot entschieden. Hat sie vielleicht gemerkt, wo ich stande? Sarah hat auch Glück und geht auch rein. So, Sarah, viel Spaß mit deinem Geschenk. Ja, viel Glück. Okay, kein Problem. So, dann gehen wir jetzt mal wieder bei Rot rein. Stellen hier aber nichts auf. Gehen jetzt wieder bei Grün rein. Stellen jetzt aber nichts auf und stellen jetzt mal hier auf. Okay, Freunde, ich habe gerade den ultimativen Test gemacht mit einer Person und die war kein Zuschauer, deswegen, ja, musste ich leider traurigerweise zu dem, also, was heißt traurigerweise, leider durfte dann die Person nicht mitmachen, weil kein Zuschauer ist, deswegen. So, okay. Folgt alle Claudio bitte und ich nehme Rot, weil es deine Lieblingsfarbe ist. Ja, das tut mir jetzt leid, aber... Warte, wer bist du? Coco Pau, es tut mir jetzt leid, aber... Ja, es ist nicht Rot. Es tut mir leid, Coco Pau. Kein Ding, okay. Nein, mein Coco Pau hat cool reagiert. So, wir machen weiter. Jetzt packen wir es mal bei Rot hin. Und ich mache es mal Trick 17. Ich gehe jetzt nur bei... Ah, nicht, doch, ich gehe auch hier, weil ich gehe jetzt wieder bei Grün rein, um zu zeigen, so, ey, ich... Geh auch bei beiden rein. Okay, jetzt gucken wir.
Wer ist die nächste Person? Es ist Alina, okay. Okay, es stehen wieder so viele Leute an, das kann doch gar nicht sein. Hä? Und das kann doch gar nicht sein, wir nehmen schon so lange auf, so viele können gar nicht sein. Okay, wir schauen jetzt mal. Und sie gewinnt was. Da hat sie Glück gehabt, tatsächlich. Sie geht auch nicht leer aus, sondern sie kriegt jetzt auch etwas. Und sie hat es bekommen. Und sie hat auch im Namen stehen Fan von Claudio und Teacup. Sehr gut. Ja, das sind zwei gute Sachen. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Wisst ihr was? Ich pack's jetzt mal wieder hier. Ah, wo nee. Ich muss hier auch was kaufen. Freunde, ich glaube, ich werde nach dem Video hier arm werden. Das ist nicht so gut, aber ich kann nichts machen. Ich war jetzt lange hier drin. Ja, ich pack den jetzt mal hier hin. So, ich gehe mal wieder jetzt hier rein. Klick mal auf Shop und kaufe schon mal den nächsten. Damit ich gleich auch wieder einen nächsten habe. Dann kommt jetzt die nächste Person. Okay, und Malu entscheidet sich für Rot. Hat Malu etwa gemerkt, dass ich lange bei Rot stehen bleibe? Das kann gut sein, das kann gut sein. Aber ist verdient. Ach, das ist Colette Teacup. Okay, der Name sagt mir auch was. Hat's auch verdient. So. Dann machen wir mal zu. Das Ganze. Und die nächste Person kommt. Okay. Das ist nicht schlimm. Das ist ein Zuschauer. Kann auch sein, dass er ganz schnell eben geschaut hat, ob ich auf meinen Kanal geguckt hat. Aber ich bin jetzt mal so und glaube ihm mal. Bei der einen Person war es halt klar, dass ich keine Zuschauerin war. Okay, dann machen wir klein. Und... Ah, sorry. Es tut mir leid, Black Shark. Du hast nichts gewonnen. Denn es war auf dieser Seite. Er tut mir leid. So. Alles gut, danke. Ja, perfekt. Er hat doch cool reagiert. Also, ja, super. Dann kommt jetzt die nächste Person. Okay. Dann würde ich sagen, ist Finja dran. Hoffentlich klappt es mit der Verbindung. Ja, da müssen wir ja schnell machen bei Finja, weil sie schreibt, hoffentlich klappt es mit der Verbindung. Und Finja hat Glück. Sie kriegt etwas. So. Sie hat es gewonnen. Das heißt, sie kann sich freuen. Genau. Und wir kommen zur nächsten Person. Freunde, vielleicht mache ich das auch mal mit anderen Leuten noch. Also random Leuten. Aber ich mache es heute erstmal mit der Community. Okay. Dann kommt jetzt die nächste Person. Okay, dann lass mich mal kurz reingehen. Lass mich mal schnell was hier hinstellen. Und lass mich mal kurz hier reingehen und so tun, als ob ich hier was hinstelle. Und ich komme jetzt raus. Okay. Ah, bitte nicht. Entscheide dich nicht für rot. Ich hätte auch mein Merch an, aber es tut mir leid. Du hast dich für rot entschieden und es ist nicht rot. Sorry, es tut mir echt leid. Es wäre hier gewesen. Okay, und die nächste Person. Okay, sie hat sich für grün entschieden. Dann schauen wir mal. Und sie hat Glück. Ich muss es auch hier sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Zuschauerin ist, die ich öfter gelesen habe schon. Aber ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es doch jemand ist, der unsere Videos guckt. So, dann die nächste Person. Sie hat auch geschrieben, Ola, und sie hat sich für grün entschieden. Woher wissen das die Leute? Das ist meine Frage, die ich mir stelle. Freunde, schreibt mal auch in die Kommentare, also die Person, die das Ganze schauen, wie viele Robux ich insgesamt ausgegeben habe. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das wird mich mal interessieren. Ich finde das, glaube ich, ganz lustig zu wissen. So. Jetzt ist das erstmal wieder groß. Und warum kann ich nicht mehr zurückmachen? Also warum ist das nicht mehr so, dass man das rückgängig machen kann, wenn man etwas bearbeitet, Freunde? Das ist richtig komisch. Versteht ihr, was ich meine? Weil früher war es so, wenn man etwas löschen konnte, konnte man das wieder so oben hier irgendwo zurücksetzen. Aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Richtig komisch. Okay, da kommt jetzt die nächste Person. So, entscheid dich für eine Farbe. Du weißt ja, wie das Ganze abläuft. Und er entscheidet sich für Rot. Wir schauen jetzt mal. Kann man das sehen? Nee, man kann das nicht sehen. Aber von der Person weiß ich auf jeden Fall, dass es ein Zuschauer oder eine Zuschauerin ist, weil die Person ist immer, also sehr, sehr oft bei uns dabei, deswegen. So, oh, das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich sehe gerade, ihr seht es da oben, es gibt derzeit Probleme mit Chatfilter. Das ist, ein bisschen blöd. Okay, jetzt kommt die nächste Person, Saskia. Okay, dann go. Such dir eine Farbe aus. Rot oder grün? Ich kann nicht mehr schreiben, glaube ich, Freunde, das ist ein bisschen blöd. Und hinter grün ist nichts. Das tut mir leid. Okay. Such dir eine Farbe aus. Let's go. Ich kann halt nicht mehr schreiben, Freunde. Ihr seht es ja hier.
kein Foto, du sollst dir eine Farbe aussuchen. Das tut mir jetzt leid, Adriana. So, Dicker ist gerade cool und Dicker schreibt gerade in den Chat, ich habe ihm bei WhatsApp geschrieben, dass er schreiben soll, dass mein Chat nicht funktioniert und dass sie sich aussuchen dürfen. So, okay, sie hat sich für Rot entschieden. Und es ist Rot. So, Fabienne Pflanzen-TIC kriegt auch tatsächlich jetzt mal ja, den klassischen Handelsstand geschenkt. Ja, Freunde, sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut. Grün rein. Stellen den jetzt vor Grün hin. Und gehen jetzt mal wieder bei Rot rein. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Stellen den jetzt mal bei Rot hin. Kommen jetzt wieder raus. Und die nächste Person ist dran. Ich glaube, die Person war schon, oder? Ja. Okay, die ist dran. DK macht mit. So, DK kriegt aber trotzdem den Stand, ganz klar. Also DK kriegt den Stand trotzdem. DK ist aber auch lustig. Er schreibt, hier ist nichts. Ja, du hast auch eigentlich verloren. Wollte grün nehmen. DK ist... Also dieser Junge, ne? Aus dem werde ich nicht schlau. Er weiß doch, wenn er einfach fragen würde oder sagen würde, Claudio, ich möchte es haben. Herr Palmer kann sich den eigentlich selber kaufen. Und zweitens, wenn er den einfach haben wollen würde, könnte er doch sagen, Claudio, schenk mir den einfach. Ich will ihn einfach schenken. Aber gut, ich hab ihn jetzt einfach so geschenkt. So, die nächste Person ist dann in Laura Fee. Okay. Okay. Dann let's go. Sie entscheidet sich für grün. Und grün ist richtig. So, wir machen das auch mal ein bisschen schneller, Freunde, damit das Ganze auch nicht zu lang wird. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich glaube, mehr als 70%. So, er redet die ganze Zeit, wo der Stand ist. Das ist, glaube ich, relativ cool. Weil es geht ja auch hierbei tatsächlich gar nicht darum, dass ich vieles behalte, sondern es geht ja hier eher darum, dass ich euch was gebe. So, wir gehen jetzt wieder zu Rot und drehen das um. Und jetzt gehen wir zu... Oh, jetzt gehen wir zu Grün. Einfach rein tun, so, als ob ich da reingehe. Gehen jetzt zurück und wir machen weiter. Okay, jetzt die nächste Person dran. Wir haben nur noch 2, 4, 5, 6. Okay, dann let's go. Entscheid dich. Grün. Grün ist falsch. Tut mir leid. Es tut mir leid, Verena. Es tut mir leid. Weil Rot wäre richtig gewesen. So, wir gehen das mal wieder hier rein, tun so, als würde ich hier was... Ah, ich stell mal um. Ich stell mal um. Weil vielleicht denken jetzt die Person, oh, grün war gerade nicht richtig. Und ich stell nicht um. Nee. Okay, jetzt kommt die nächste Person. 2, 4, 5. Okay. Jetzt hast du die Wahl. Die Qual der Wahl. Okay, sie geht vor Rot. Und Rot ist falsch. Und die nächste Person kommt. Wir stellen jetzt mal hier den Stand hin. So, und gehen das mal hier rein, veräppeln die Person und gehen das wieder raus und die nächste Person ist dran. Easy, okay. Okay, jetzt hast du die Qual der Wahl. Sie entscheidet sich für grün und grün ist falsch. Damit sie auch glaubt, dass ich hier was wirklich drunter habe, mache ich mal beide auf, okay. Damit man es auch sieht, Freunde. Okay, wir machen jetzt mal wieder zu. Es hat bis jetzt gut geklappt. Ich tausche mal jetzt wieder. So, ich gehe jetzt wieder bei Rot rein. Rot ist nichts. Ich gehe jetzt wieder bei Grün rein und stelle jetzt bei Grün was rein. Bin mal gespannt. Ja, oh, hier ist die nächste Person. Die sieht ja aus wie ich. Oh, die sieht ja aus wie ich. Lol. Da, dann ja, Fan. Okay. Mein Zwilling. Jetzt kommt mein böser Zwilling und entscheidet sich jetzt für eine Farbe. Für Rot. Okay. Und Rot ist es nicht. Sorry. Schaut mal, Grün ist aber auch noch was, damit die Leute es auch sehen, dass sie nicht denken, oh, Grün und Rot ist nichts. Okay, Zoe ist schon hier. Dann Moment. Okay. Okay, Zoe, go. Grün. Na, da hat sie Glück. Da hat sie Glück. Das muss man ihr lassen. Sie hat es auch eben gesehen gehabt, dass es bei Grün war, ja, aber ich hab's ja dann wieder alles hochgezogen, bin wieder neu reingegangen. Das heißt, ja, sie hat Glück. Okay, wir gehen das mal rein. Warte. So, wir stellen es jetzt mal hier hin. Und stellen es jetzt mal hier hin. Gehen jetzt raus und gucken mal jetzt Mimis Hase. War die Person schon Mimis Hase? Ich werde es ja dann in der Aufnahme sehen. Guck mal, war ich doch richtig. So, die nächste Person. Martin Oelker. Leonie. So, Leonie, entscheid dich. Rot oder grün? Okay, rot. Und es ist richtig. Hat sie Glück gehabt, tatsächlich. So. Ich kaufe noch schnell einen neuen. Ihr merkt schon, ich bin richtig schnell darin. Einen rübergeben und währenddessen einen neuen kaufen. Ich bin richtig, richtig gut schon dabei. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, ziehe ich das Ganze wieder hoch. Gehe zu grün. Und stelle den auch bei grün auf.
So, gehe dann mal bei Rot rein, mache aber auch bei Rot so eine lange Runde. Und jetzt kommt die nächste Person. Folgt alle Claudio, ganz genau. So, jetzt kommt die nächste. Ostwind, cool, okay. Na dann, Ostwind. Hat sich für Rot entschieden. Und Rot ist falsch. Das tut mir leid. Ich zeige jetzt auch mal Grün, damit sie auch sehen kann, dass Grün auch was ist. Ja. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Gehen hier wieder raus. Wer ist das? Gehen hier wieder rein. Sie schreibt, oh mein Gott, hi. It's Andriana Roblox. Hä, warte mal. Aber gut, Andriana war schon, aber da ist trotzdem nichts. Sie hat auch Rot reingeschrieben. Okay. Sie schreibt, oh, darf ich dich was fragen? Ja, das ist dieselbe. Das ist Andriana, die eben schon was fragen wollte. Okay. Das heißt, alle waren jetzt dran anscheinend. So, können wir später traden? Ja, ich glaube nicht, dass das eine Zuschauerin ist. Okay, Freunde. Das war's mit dem Video. Wir sind jetzt rum oder wir sind jetzt fertig geworden. Die Personen, die neu dazugekommen sind, ja, ich schaue mal, ob noch ein, zwei Personen, die neu dazugekommen sind, auch Zuschauer sind. Und dann mache ich das Ganze mit denen auch nochmal. Hier mit der Community, mit Kyla. Okay, ich würde sagen, ich packe dann hier hinter quasi, ups. Ich packe dann hier hinter ein Retired Egg. Und dann darf die Person entscheiden, ja, wo ich etwas dahinter packe. So, ich packe jetzt mal hier was hin und ich zeige es euch mal. Das Retired Egg. So, packen wir jetzt mal hier hin. So, jetzt haben wir es da. Jetzt gehe ich hier raus. Jetzt gehe ich hier rein. Und packe es jetzt hier rein. Okay. Und ich würde sagen jetzt so. Okay. Okay. Okay, jetzt beginnen wir damit. Und zwar Grün oder Rot? Wo habe ich wohl das Egg hingepackt? Grün. Dann guckst du jetzt mal an. Und es ist richtig. So, dann kriegt schon mal Heizungsmelodie. Ja, das erste Egg würde ich sagen. So, und da hat sie es auch schon. Ich würde sagen, so, das schiebe ich jetzt wieder hoch. Kann man drüber gucken, wenn man... Warte mal, ich überlege gerade. Kann man drüber gucken, wenn man ganz rauszoomt? Nee, also von meiner Sicht aus nicht. Das heißt, naja, es passt schon so. Also ich hoffe einfach, dass die Leute nicht schummeln. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Und ich packe es jetzt mal bei Rot hin. Ist ein Retired-Deck. Ich habe auch 41 Stück noch. Das heißt, es sollte reichen. Okay. Und die nächste Person kommt jetzt. So, dieselbe Frage auch an dich, Anni. Grün oder Rot? Okay, ich glaube, sie stellt sich vor Rot hin. Rot, okay, wir schauen jetzt mal. Und es ist Rot. Anni hat oder kriegt jetzt auch das Retired-Deck. Okay. Dann machen wir es mal zu. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Stell ihn jetzt nochmal hier hin. Und ja, da wird sich auch bedanken. Das ist doch gut. So, Freunde, das ist doch immer die Möglichkeit, euch was zurückzugeben. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt die nächste dran. Okay. Vien. Vien, du hast eben gefragt, ob ich dich noch kenne. Ja, ich kenne dich noch. Claudio, Wufi, kennst du mich noch? Hier mit ihrem... Mit ihrer Eule am Flexen. Nee. Grün oder Rot? Komm, Vien, entscheid dich. Sag jetzt nicht Grün. Wobei, Rot, das gibt's nicht. Als hätte Vien mich gelesen. Als hätte sie mich gelesen. Ich glaube es nicht. Sie hat gewonnen. So, oh, da weißt du was? Ich pack's jetzt wieder bei Rot hin. So, jetzt packen wir es auch bei Grün hin. Ich packe mir nichts bei Grün hin, so, sondern ging jetzt raus. Okay. Claudio auf die 1, genau so. Okay, Grün hat sie ausgewählt. Grün oder Rot? Sie springt bei Grün. Wack, wack, wack. Damit hat sie verloren. So, ich würde sagen, ich tausche jetzt das Ganze mal. Weil ich glaube, jetzt wird die Person denken, oh, das ist bei Rot. Aber nee, ich pack's jetzt mal bei Grün hin. Das ist gut auch, dass viele von euch aufpassen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Lari und ihre drei Pferde. Cooler Name. Grün. Ich glaube, sie hat mich gelesen. Sie hat mich gelesen. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, sind wir bei Mathilda. So, Mathilda, warte noch. Ich gehe mal bei Rot hin. Ich packe jetzt mal eins bei Rot hin. Oh, das hat eine Schildkröte, cool. Sonst packe ich hier keins hin. So, und jetzt, okay. So, Mathilda, Grün oder Rot? Die Farbe deines T-Shirts, Rot. Habe ich es bei Rot hingepackt? Ja, ich habe es bei Rot hingepackt. Sehr gut, Mathilda. Dann würde ich sagen, mache ich es wieder hoch und gehe mal wieder hier rein. Pack es jetzt mal auf die Schnelle hier rein.
Jetzt gehen wir mal hier rein. Ich glaube, die Leute haben es jetzt gesehen bei Rot, oder? Jetzt packe ich es schnell bei Grün hin. Weil die Leute haben es ja jetzt gesehen. Knuffel X, dann ja, okay. Grün. Die Person hat Glück, es ist grün. Okay, muss aber nicht hängen. Kannst wieder zurückkommen, komm. Knuffel X, dann ja, so. Ich gehe mal jetzt hier rein, weil die Leute haben, glaube ich, jetzt durchschaut, dass, wo ich als erstes hingehe, da packe ich was rein. So, ich packe jetzt hier mal nichts hin. Sondern gehe jetzt hier hin. Pack jetzt hier was rein. Okay, hier ist Lele Vibes. Komm, Lele Vibes. So, einige bekannte Namen von den Streams, die bald wieder kommen müssen, lese ich hier. Okay. Ja, entscheide ich, Lele Vibes. Rot. Okay, ich bin gespannt. Habe ich es bei Rot hingepackt? Ich bin so vergesslich. Ja, ich habe es bei Rot hingepackt. Und du kriegst auch ein Retired Egg. Ups, jetzt habe ich von Nein geklickt. Und du kriegst auch ein Retired Egg. Sie hat mich gelesen. Ich gehe jetzt bei Rot rein. Pack's jetzt mal hier nicht rein. Und jetzt gehe ich wieder raus. Ich finde es auch gut, dass es mit euch vor allem so schnell geht, Freunde. Also, versteht ihr? Ich gehe hin, zack, und dann kommt die nächste Person. Schaut mal, hier ist schon Dylan. Okay, Dylan. Jetzt bin ich gespannt, Dylan. Was sagst du? DK und Claudio-Fan, das finde ich doch gut. DK findet das auch gut. Rot, okay. Es tut mir leider leid, Dylan. Sorry, Dylan. Es tut mir leid. So, ich pack's jetzt mal bei Rot hin. Das tut mir jetzt leid. So, hier ist es weg. Okay, perfekt. Okay, alles da. Grün oder rot? Sie ist weg. Na gut, dann die nächste Person. Roblox-Gamerin. Ich weiß nicht, ob sie so weit vorne war. Grün, sagt sie. Okay, dann schauen wir mal. Und da ist nichts. Ja, sorry, da ist nichts. Und dann gehen wir jetzt mal da rein. Jetzt gehen wir raus und... Oh, sie ist schon wieder auf. Dann ist jetzt die nächste hier. Wer ist das? Das ist die Franzi. Grün oder rot? Rot, okay, wir schauen jetzt mal bei Rot und Rot ist richtig. Jetzt gehe ich mal hier rein, pack's jetzt mal hier schnell hin. Ich pack's jetzt mal wieder hier hin. Ich pack's jetzt bei Grün hin. Ich entscheide mich jetzt für Grün. Warte, ich frag mal eben Siri. Jetzt fragt der Ole die Siri. Da hat wohl jemand mein altes oder mein letztes Video gesehen. Sehr gut, Ole. Rot, okay. Es ist leer. Tut mir leid. Sorry. Das war wohl nichts. Okay, jetzt die nächste Person hier. Okay, Moment, ich gehe mal jetzt hier rein, warte. Ich pack's jetzt mal bei Rot hin. Siri war schuld, hat Ole geschrieben. Ja, finde ich auch. So, JJ Love. Grün. Jetzt schauen wir mal, ob es bei Grün ist. Und es tut mir leid. Somit kriegst auch du nichts. Freunde, es ist ein Spiel. Es ist 50-50. Ihr habt Glück. Also ihr habt Glück oder nicht. So, okay, hier ist noch jemand. Any Girl. Okay, let's go. So, Lotti, jetzt entscheide ich. Rot. Clever. Clever, clever, clever. Mann, sie trägt doch alles in Rot. Natürlich nimmt sie Rot. War doch klar. So, wir tun jetzt so, als ob wir wieder was hinpacken würden. So, das ist auch nichts. So, und jetzt. Laura Fee. Kenne ich auch. Das ist jetzt so ein Gryffindor. Guck mal, ich bin schon mittlerweile so drin, dass ich sogar weiß, dass es ein Gryffindor-Outfit ist, glaube ich, oder? Grün. Na gut, Laura Fee, dann gucken wir uns mal an, ob es grün ist. Und grün ist falsch. Tut mir leid, Laura Fee. Stana. Stana-Banana. Okay, jetzt könnte sie sein. Okay. Und rot ist richtig. So, Stana. Dann gehen wir jetzt hier raus. Gehen jetzt grün. Anscheinend uns nicht für grün. Jetzt kommt die nächste Person. Okay. So, Mio. Grün oder rot? Also Mio, der Name, den habe ich noch nie gehört. Aber ist vielleicht auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer. Ich hoffe, was steht da? Meine Lieblingsfarbe enttäuscht mich nicht. Grün, okay. Und sorry. Sorry, Mio. Alles gut, okay. Okay, die Person kenne ich auch schon. Ich kann den Namen zwar nicht aussprechen, aber... Grün, okay. Kann man drüber gucken? Ich weiß es nicht, weil irgendwie entscheiden sich manche richtig. Die Person hat recht. Komm, du musst jetzt raus. Kann man es sehen? Ich glaube eigentlich nicht. Pflanzentee. Fabienne kommt jetzt. So, jetzt bin ich gespannt, Fabienne. Jetzt darfst du dich entscheiden. Heute gewinnen aber einige. Das ist richtig cool. Also ich freue mich für euch. Rot. Ich glaube, rot war es nicht. Tut mir leid, Fabienne. Tut mir leid. So, ich gehe jetzt mal trotzdem. Also ich gehe jetzt mal trotzdem rein. Tut, als würde ich es dahin packen.
Okay, Mia. Rot oder grün, Mia? Komm. Cooles Shirt hast du auf jeden Fall an. So, wir schauen jetzt mal und... Grün ist natürlich richtig. Ich wollte nur so tun, aber... Ja, mir hat es gut erraten. So, Mia, jetzt musst du raus. Ich bleib jetzt mal ein bisschen länger bei Rot. Ich laufe mal quasi bis zum Rand und laufe jetzt zurück. Okay, es hat jetzt gedauert, okay. Ja, entscheid dich. Ich sag mal grün, okay, wir schauen jetzt mal. Und grün ist es. Somit kriegt Ellie ein Retired Egg. So. Wir gehen jetzt mal wieder zu Rot. Packen jetzt nichts bei Rot hin, sondern packen jetzt was bei Grün hin. Okay, Samira neuer Account. Dann let's go, Samira neuer Account. Grün oder Rot? Danja Kang, Claudio DK Fan. Sehr gut. Rot. Dann kannst du mal bei Rot schauen und da ist nichts. Sorry, es tut mir echt leid, aber bei Rot war nichts. Geh ich mal bei Rot rein. Tu bei Rot jetzt was rein. Geh dann zurück. Nicht schlimm, schreibt Samira. Ja, immerhin schreibt sie nicht schlimm. Okay, jetzt kommt die nächste Person. Liebe Grüße an Roche. Dankeschön. Liebe Grüße. Also Roche ist meine Katze, Freunde, falls ihr das nicht wisst. Okay, grün. Na gut, dann schauen wir mal, ob es grün wird. Aber ich glaube nicht. Sorry. Da tut mir leid. Wir packen es erstmal bei grün hin. Jetzt hat es gerade geklappt. Ich habe bei die Person ausgetreten. Sie schreibt alles gut. Ja, na gut. Oh nee, sie hat okay geschrieben. Oh, das tut mir leid. Mit so einem traurigen Smiley. Okay, die nächste Person. So. Auch die Person hat mich gefragt, ob sie mir was schenken darf. Aber nee. Rot oder grün? Rot. Wir schauen jetzt mal. Und? Rot ist falsch. Sorry. Schaut mal, ich habe sie wieder ausgetrickst. Ich habe wieder bei Rot hingepackt. Jetzt packe ich sie wieder bei Rot hin. Und tue jetzt so, als würde ich jetzt bei Grün hingehen und es bei Grün hinpacken. Ah, aber ich habe es bei Rot wieder hingepackt. So. Nächste Person. Okay, das ist die Mila. Und Grün oder Rot? Freunde, das Ganze ist übrigens wieder auf dem öffentlichen Server. Meine Private-Server spinnt momentan einfach. Ich weiß nicht, warum. Richtig blöd. Ja, kann man nicht ändern. Grün oder Rot? Lucy hat nichts geschrieben. Rot, okay. Und ich glaube auch hier... Ah, nee, ist bei Rot. Ups, ist anscheinend bei Rot. Dann hat die Lucy Glück gehabt. So, jetzt gehe ich da hin und packe sie wieder bei Rot hin. Okay, und die nächste Person, Malu. Malu Collett, glaube ich, ist das. Ja, kenne ich. So, grün oder rot? Manche Namen merke ich mir schon. Okay, sie geht zu grün. Und ich glaube, Malu, grün ist es nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person hier mit diesem Tabea Anna... Ich weiß nicht, ob Tabea Anna war... Ah, nee, da sind mehrere mit dem... Okay. Da sind mehrere mit dem Outfit. Ich dachte, hat vielleicht schon wer, aber ist anscheinend nicht. Rot. Wir schauen jetzt mal uns. Rot ist richtig. Wir gehen jetzt mal zu Rot. Packen es bei Rot hin. Gehen jetzt mal bei Grünen. Tun das, wenn wir es bei Grünen packen. Und wir gehen jetzt raus und... Mr. Glob ist dran. So, Mr. Glob kennen wir sehr, sehr gut. So, Mr. Glob, kannst du mich lesen? Mr. Glob, wirst du mich lesen können? Grün. Dann schauen wir mal, Mr. Glob. Da ist nichts, Mr. Glob. Das tut mir leid. So, Mr. Glob, das tut mir echt leid. Schade, schreibt er. Oh, Mann. Da tut mir leid. Trade me if you got all decks. Stella, du warst doch schon, oder? Okay, Rainbow Stella schreibt nein. Okay, gut, dann glaube ich hier mal. Grün oder rot. Vielleicht war das die, also vielleicht, ich denke mal, das war Stella, wo ich gesagt habe, hinten anstellen, grün, okay. Dann, somit liegst du richtig, Stella, und du kriegst ein Egg. Rainbow Stella. Ich glaube, ich habe echt nichts gegeben. Ich werde es im Video sehen, okay. Jetzt musst du hier nur raus, Stella. Okay. Ist ja 50-50 Chance, ne? So. Boah, das ist ja noch richtig. Also, da kommen ja immer mehr und mehr. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist keine Zuschauerin von uns. Team Grün. Okay. Okay. Team Grün hat somit gewonnen. Hat sie Glück gehabt. Okay. Jetzt kommt die nächste Person. Grün. Grün ist richtig. Woher wissen die Personen das? Ich packe jetzt ein drittes Mal bei Grünen. Komm.
So, Alissa. Ich glaube, Alissa ist dreimal oder so rausgeflogen. Eigentlich wäre sie schon ganz lange dran gewesen, aber sie hat sich anscheinend wieder hinten angestellt, die Arme. So, grün. Okay, Alissa. Grün ist richtig und du kriegst jetzt somit was. So. So. Geburtsalgo, oh, kenne ich auch noch. Okay. Grün oder rot? Grün. Dann schauen wir mal, ob grün richtig ist. Grün ist richtig. Also Geburtsalgo, dir gönne ich das auch. Oh, mein Kater ist fast runtergefallen, der kleine Süße. Grün ist richtig. So, wir gehen jetzt wieder mal bei grün hin. Also einige treue Zuschauer kenne ich schon an den Namen wieder. Das ist richtig cool. So, ich schaue weiter. Und die nächste Person ist hier. Wer ist das? Laura. Kommt mir auch bekannt vor. Lieblingsfarbe rot. Oh, damit sie, glaube ich, rot wählen. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich vielleicht so... Ah, grün, okay. Sieht man das? Oder woher weiß sie, dass es jetzt grün ist? Hm. Nee, man sieht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur zu paranoid. So, Laura, viel Spaß mit dem Rezeit-Deck und wir machen weiter. Und die nächste Person. Lina. Dilo. Okay, Dilo. Oder Lina. Grün oder rot? Was wird es? Was wird es? Rot. Okay, wir schauen mal. Bei Rot ist nichts. Sorry. Bei Rot ist nichts. Jetzt wird die Person bestimmt grün sagen. Ich pack's mal schnell bei Rot hin. Also jetzt ist die Person dran. Wer ist das hier? Sibyl. Okay. Sie schreibt Englisch und Italienisch, aber ist ein Fan von Claudio. Grün, okay. Grün ist falsch. Sorry. Na gut, jetzt ist die nächste Person. Wer ist das? Oh, ich habe hier gar nicht umgeändert. Ups. Eigentlich wüsste sie jetzt, dass es rot ist. Wenn sie aufgepasst hat. Ich meine, das ist jetzt meine Schuld. Grün war es? Sie hat nicht aufgepasst. Sie hat nicht aufgepasst. Eigentlich wäre das jetzt ein Free Egg für sie gewesen, aber sie hat nicht aufgepasst. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. So. Wer ist das jetzt? Violette Star. Ich weiß nicht, ob sie schon war. Trade me if you have old decks. Violette Star. Keine Ahnung. Werde ich am Video sehen. Ich glaube nicht. Vielleicht hat sie sich umgezogen, aber ich glaube mal nicht. Rot oder grün? Oder grün oder rot, hat er gesagt. Grün. Okay, wir schauen jetzt mal. Und es ist nicht grün. Sorry. Wir packen sie aber bei grün hin. Nicht schlimm, schreibt Violet Star. Na gut, immerhin ist das doch cool. Die nächste Person. Ey, jetzt hört ihr die einfach nicht auf. Grün oder rot? Grün, okay. Und grün ist richtig. Oh, da muss jetzt rausgehen, leider. Das haben die Personen schon gesehen, aber ich pack's jetzt mal schnell bei rot hin. So, und die nächste Person kommt. Und wer ist das hier? Taya, okay. Rot, okay. Ja, sie hat mich durchschaut. Ich wollte nämlich so tun, als ob ich es bei grün lassen würde, aber habe es nicht gemacht. Sie hat mich durchschaut. Sehr gut. Okay, dann machen wir... Ah, ich muss auch erstmal noch sortieren. Ich packe sie wieder bei Rot hin. Ich bin, glaube ich, fast meine ganzen Ecken losgeworden. Freunde, Hilfe. Ich habe es bei Rot hingepackt. Okay. Amy. Noch in die letzten drei sind es, glaube ich. Oh mein Gott, hi. Okay. Rot. Und Rot ist richtig. Somit gewinnst du es auch was, Amy. Machen mal zu. Packen jetzt ein neues bei Rot hin. Gehen mal hier hin. Gehen jetzt zurück. Und gehen mit einem Danya-Merch. Das ist doch cool, Leon. Grün. Wir schauen jetzt mal. Und es wird leider nichts. Tut mir leid. So, Freunde. So, oh, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Somit habe ich jetzt eigentlich alle abgearbeitet. Und Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, dann soll ich das Ganze weiter mit euch machen. Genau, wähle die richtige Seite, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, wir beginnen das Ganze. Und ich würde sagen, es geht doch direkt los. Also wir machen das mal groß. Rot und grün. Wir machen das mal groß. So, hier tun wir mal nichts bei grün. Dann schauen wir... Gehen wir mal hier hin. Und
Heute gibt es zu bekommen tatsächlich eine Goldmakrele, denn von denen habe ich genug und ich würde sagen, die gibt es jetzt zu gewinnen. So, wir fangen jetzt mal bei, würde ich sagen, ganz links an. Okay, ich habe jetzt mal die Regeln erklärt und zwar, ja, wer drängelt, wird zuletzt drankommen und deswegen, genau, Zoffi kommt jetzt mit und es geht los. Welche Seite wird es? Rot oder grün? Jetzt bin ich mal gespannt. Grün, okay. Dann drehen wir es jetzt mal für Zoffi runter und wack, wack, wack. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid, Zoffi. Somit hast du nichts gewonnen. Okay, so, wir gehen jetzt mal rein. Wir nehmen ihn jetzt hier weg. Gehen wir hier rein. Und jetzt gehen wir hier rein, klicken mal auf hier schnell und klicken hier drauf. So, jetzt ist das da und die nächste Person kommt. Grün oder rot? Oder rot oder grün, ist egal, entscheide ich grün. Okay, dann schauen wir mal. Und die Laura hat mich ausgetrickst. Not bad. Not bad, da kennt jemand wohl mich und weiß, dass Claudio manchmal so kleine Spielchen treibt. So, wir haben jetzt für grün entschieden und hat jetzt somit was gewonnen. Jetzt tun wir da wieder was hin. Wir gehen jetzt rüber. Ich schreibe danke. Gerne. Gerne, gerne, gerne. So, wir packen jetzt wieder da was hin. Warte. Nicht, dass ich ausgewachsene Fische dahin getan habe. Warte mal. Ach, nicht, ist ja nicht schlimm. So. Okay, was? Habe ich jetzt auf beiden Seiten was hingetan? Moment. Nee, habe ich nicht. Okay, dann geht's los. Wo ist die nächste Person? Hallo. Hier ist die Merle. Jetzt bin ich mal gespannt, Merle. Rot oder grün? Rot oder grün? Wofür entscheidest du dich, Merle? Musiala mit einem Trikot, ja. Ich habe dein Trikot gesehen. Tipp. Kein Tipp. Achso, sie meint, die tippt grün, okay. Dann gucken wir und wack, wack, wack. Es wäre bei rot gewesen. Sorry. So, es wäre bei rot gewesen. Wir ziehen das Ganze wieder hoch. Und gehen das mal hier rein. Tun so, als würden wir es hier hin tun. Tun es nicht hier hin. Gehen jetzt hier rein. Und hier rein. Ja, Merle schreibt trotzdem danke. Ja, super, finde ich super lieb, Merle. Kein Problem. So, die nächste Person. So, Miss Diamond XY. Jetzt bin ich gespannt, Miss Diamond. Stande davor hier. Achso, da unten schreibe ich. Okay. Welche Seite wird es? Rot oder grün? Grün? Ich weiß es selber nicht. Und wack, wack, wack. Miss Diamond, das tut mir leid. Ich habe euch ausgetrickst. Das ist bei rot. Das tut mir leid. Aber so ist das Spiel. Okay, sie geht auch schon so. Jetzt gehen wir mal wieder zu grün. Weil ich habe jetzt lange nicht mehr grün gehabt. Ich packe jetzt so aus, als würde ich es bei grün hinpacken. Und jetzt gehe ich auch wieder rüber zu rot. Tu so vielleicht, als würde ich es zu rot hinpacken. Kommen wir jetzt zurück. Und da steht auch schon die Isabel. Die Isabel hat es verstanden. Rot hat Isabel geantwortet. Und wir schauen jetzt mal. Tada! Isabel hat es richtig. Oder beziehungsweise hat richtig gehandelt. Und kriegt jetzt von mir eine Goldmakrele. Sehr gut. Also ich würde sagen, ich packe jetzt mal wieder eine bei Rot hin. Ganz ehrlich, ich packe jetzt wieder eine bei Rot hin. Oder Fisch heißt doch Ola. Ja, warum der jetzt auf Spanisch Hallo heißt, weiß ich nicht. Warum ich ihn so genannt habe. Danke, Claudio. Bitte, bitte. So, die nächste Person kommt jetzt. Hallo, Fabienne. Ey, viele Namen kenne ich tatsächlich oder erkenne ich wieder. Das ist ganz cool. So, Fabienne, welche Farbe? Rot. Ich glaube, ja, ich glaube, die Personen, die oft im Stream dabei sind, die können mich mittlerweile lesen und wissen, dass der Claudio... Ihr könnt mich einfach lesen, so, wisst ihr was? Wir machen es jetzt zu. Ich gehe mal als erstes zu grün, weil die Personen... Bis jetzt habe ich, glaube ich, immer Stein gepackt, wo ich als erstes reingegangen bin. So, jetzt bin ich zu grün reingegangen. Jetzt gehe ich mal bei rot rein. Muss es schnell machen, weil... Damit doch niemand Verdacht schöpft. Und okay... Da ist jetzt die Laura. So, Laura. Welche Seite wird es? Rot oder grün?
Rot. Ich glaube, ihr könnt mich lesen. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Auch du kriegst was. Oh. Dann muss ich jetzt, glaube ich, eine Handelsanfrage schicken. Okay, so, jetzt ziehen wir das hoch. Das haben wir schon dreimal bei Rot gemacht, aber wisst ihr was? Alle guten Dinge sind vier. Nein, sind es nicht, aber wir machen es nochmal bei Rot hin. So. Dreh mich mal nochmal im Kreis und komme jetzt raus erst. Okay. Rot oder Grün? Rot oder Grün? Rot. Die meisten können mich mittlerweile schon lesen. Das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. Oh, ich sehe gerade, viele von euch haben auch tatsächlich sich dieses Abo im Monat geholt. Das heißt, viele von euch zocken ja noch Adopt Me. Das freut mich so. Wir gehen jetzt mal bei Rot rein. Und dann gehen wir jetzt mal bei Grün rein. Mich freut es tatsächlich, dass viele von euch gewinnen, weil... es ist ja nur positiv für euch. So, Tulpen. Kenne ich tatsächlich auch noch den Namen. So, welche Seite wird es? Rot oder Grün? Grün. Ey, ganz ehrlich, sehen die Leute vielleicht durch die Wand, wo mein Pad steht? Eigentlich nicht, oder? Ich habe jetzt mal gefragt in den Chat, ob man durch die Wand sieht. Also, wo das Pad ist. Nope. Ja, seht ihr, die schreiben nein. Also, alle schreiben nein. Deswegen gehe ich mal nicht von aus. Also, wir sehen nichts. Okay. Also, wir drehen uns hier nochmal im Kreis, nochmal im Kreis. Okay. Janne, okay. Okay, ich habe mich jetzt mal bedankt beim Chat, weil ihr mir geantwortet habt. So. Janne, welche Farbe wird es? Grün. Ihr könnt mich einfach lesen. Ihr könnt mich einfach lesen. Das gibt's doch nicht. Jetzt wird's wieder hochgemacht. Glückwunsch auch an dich, Janne. So. Wir packen es jetzt nicht mehr bei Grün hin, sondern wir packen es jetzt bei Rot hin. Wir packen es jetzt bei Rot hin. So, und die nächste Person kann auch. Da, Malu. Malu Teacup, glaube ich, ist das. Nee, Malu Teacup. Wie komme ich auf den Namen? Wahrscheinlich, nee, Colle Teacup, genau, okay. Aber Malu war richtig, okay. So, Malu, welche Farbe wird es? Rot. Woher, hä? Woher wisst ihr es? Oha, ihr Velociraptor ist ja in Mega-Neon. Wie cool sieht der denn aus? Heftig. So, Malu. Dann musst du hier raus, Malu, schnell. Yay, danke. Ja, freut mich, dass es euch gefällt. Das ist doch positiv. So, dann gehen wir hier rein. So, jetzt gehen wir wieder zu Grün. Jetzt gehen wir wieder zu Grün. Phoebe ist hier. Oha! Phoebe hat, glaube ich, ihren Hawk nach Claudio benannt. Wie cool ist... Nee, das ist ein Schmetterling. Wie cool ist der denn? Oha! So, cooles Pad natürlich. Warte, welches Pad ist das? Das ist der Geburtstagsschmetterling 2024. Der sieht ja in Neon richtig cool aus. Ich wollte schon sagen Mega-Neon, aber das ist ja kein Mega-Neon-Pad, sondern nur ein Neon-Pad. Mann, Dankeschön. Okay, dann entscheide ich. Ich möchte Grün wählen. Und Grün ist richtig. Oh. Oh, ich muss gar nicht mit dir handeln. Ach, sie akzeptiert nur von Freunden. Ja gut, dann muss ich handeln. Freunde! Macht eure Trades an, wenn ihr mit mir... Nee, macht eure Trades aus, weil ich muss euch ja Sachen geben. Das meinte ich eher. Macht eure Trades aus, ich muss euch ja Sachen geben. Also wenn ihr meinem Server seid. Ist jetzt wieder mal bei Grün hingepackt und... Packst jetzt mal bei Rot hin. Und die nächste Person kann hoch. Okay, wer ist die nächste Person? Hallo? Kannst du hoch? So. Würde Rot nehmen, hat sie schon geschrieben. Hat sie... Ja, Rot würde sie nehmen. Okay, dann... werden wir mal Rot runterschrauben. Hallo, warum geht das denn nicht? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Moment mal. So, und Rot ist... Wack, wack, wack. Falsch, warte mal. Habe ich überhaupt? Was bei Grün getan? Ja, habe ich. Tut mir leid. So, dann gehen wir jetzt mal zu Grün. Und packen es jetzt mal bei Grün weg. Und gehen rüber zu Rot. Und... packen es jetzt mal bei Rot hin. Wir müssen ja auch ein bisschen hier Challenge reinbringen. Also muss ja auch ein bisschen verwirrend sein. Okay. Liana kommt jetzt. Liana. Okay, Liana. Wird es Rot oder Grün? Was wird es? Rot. Ich glaube, Liana hat mich ausgetrickst. Liana hat mich ausgetrickst.
Somit kriegst du eine Goldmakrele. Ach, Mann. Ich meine, gut, ich gönn's dir. Warum, was, warum sag ich, oh Mann, ich gönn's dir doch. So, okay. Dann gehe ich mal wieder dahin. Pack jetzt eine bei Grün hin. Und tue jetzt so, als würde ich eine bei Rot hinpacken. Drehe mich hier zweimal im Kreis und komme zurück. Und die nächste Person. Hallo. Welche Seite wird es, Luisa? Rot oder Grün? Sie schreibt Rot. Okay, dann schauen wir mal. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Rot war es leider nicht, es war Grün. Das tut mir leid, Luisa. Dann machen wir es mal wieder groß. Packen jetzt bei Rot was hin. Wie ich gesagt habe, es muss ja auch eine Challenge für euch sein. Oh, ich glaube, jetzt haben die Person gesehen, dass bei Grün nichts war. Jetzt entscheide ich mich mal um und pack's doch wieder bei Grün hin. Und die nächste Person kommt. Und da kommt Little... ich kann es nicht aussprechen. Ikra, glaube ich. Little Ikra. Ist das ein I oder ist das ein L? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall egal. Grün. Sie hat es aber nicht gesehen eigentlich. Du kriegst somit deine Goldmakrele. Freunde, ich hoffe, für euch ist es okay, dass ich die Goldmakrele dieses Mal gebe. Ich meine, klar, eine Goldmakrele ist jetzt in dem Fall ungewöhnlich, aber in diesen Spielen kann man ja was gewinnen, finde ich persönlich. Und es muss ja auch nicht immer jetzt Legendary oder sonstiges sein. Also eine Goldmakrele ist, finde ich, auch vollkommen okay. Also was sagt ihr dazu? So, es ist jetzt bei Grün. Dann kommt jetzt die nächste Person. Hallo, kannst kommen. Rot. Nee, hat sie gar nicht geschrieben. Hä, warum sehe ich das nicht? Doch, Frieda hat Rot geschrieben. Und Rot ist falsch. Das tut mir leid, Frieda. So, als Beweis, es war bei Grün. So, wir machen es mal groß. Ich, guck mal, ich mache es mal groß. Warte mal, ich gehe jetzt mal, ich mache mal jetzt Trick 17. Ich gehe jetzt gar nicht rein, sondern die nächste Person kommt jetzt. Mr. Glob. Mal schauen, ob Mr. Glob aufgepasst hat. Ich bin jetzt nicht reingegangen. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin nicht reingegangen. Ich weiß nicht, ob Mr. Glob aufgepasst hat, aber ich bin nicht reingegangen. Rot. Mr. Glob hat nicht aufgepasst. Das war doch Trick 17, Mr. Glob. Du hast nicht hingeguckt. Ich bin gar nicht reingegangen. Schade. So, ich mache den Trick jetzt wieder. So, ich mache jetzt wieder zu. Schaut mal, ich mache jetzt wieder zu. So. Ich mache jetzt wieder zu und ich lasse es jetzt so. Schau mal, ich gehe nicht rein. Lottie kommt jetzt. So. Welche Seite wird es, Rot oder Grün? Ich habe nicht geändert. Ich bin nicht rein und raus gegangen. Das heißt, eigentlich, wenn man aufpasst, sieht man es ja. Nein, oder, Lotti? Ich glaube, die Personen von unten schauen gar nicht hier hoch. Nein! Hä? Das tut mir jetzt leid, aber nein! So, ich muss das wieder zumachen. Wisst ihr was? Ich mache es schon wieder. Also, ich werde jetzt wieder nicht umstellen, so lange, bis jemand endlich mal Grün sagt. So. So, die nächste Person. So, Laura Fee. Welche Farbe wird es? Grün. Endlich. Da hat endlich jemand aufgepasst. Es wird natürlich grün. Beziehungsweise, ich habe es nicht angerührt. So. Ach, Mann. So, okay. Jetzt gehen wir hier rein. Und packen es jetzt wieder mal zu grün hin. Und wir gehen jetzt mal hier rüber. Und gehen hier wieder raus. Okay. Light Radio. Oh, ein Name, der, den kenne ich noch gar nicht. Aber liebe Grüße an dich. Grün. So, dann schauen wir jetzt mal auf Flight Radio. Es ist grün. Absolut richtig. Somit kriegst du auch eine Goldmakrele. Da ist die Goldmakrele. Wir machen es wieder groß und gehen hier rein. Und ich gehe mal wieder zu grün, würde ich sagen. Die Personen haben gerade so einen Run. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu grün. Danke. Gerne. Oh mein Gott, danke. Das freut mich, dass ihr euch über die Pets freut. Egal, ob sie jetzt ungewöhnlich, Legendary oder sonstiges sind. Okay. Okay, schreib mal rein, next. So, da kommt doch die Person schon. Okay, Lulu. Welche Seite wird es, rot oder grün? Grün, schreibt Lulu. Und es wird grün. Sehr gut. Dann kriegst du jetzt somit die Goldmakrele und ich gehe mal wieder zu grün. Soll ich doch kommen? Ich packe noch einmal bei grünen. Komm. Ich packe noch einmal bei grünen. Irgendwie. Oh mein Gott, schreibt sie. Ey, freut mich. Mich freut es, dass sie euch freut. Wirklich. So, und die nächste Person kommt. Okay, ich glaube. Okay. Ralph. Black Shark. Hi. Moin. Grün, bitte. Hast du Glück, als würde man mich hören. Hört man mich? Nein, oder?
Man hört mich doch gar nicht. Oder irre ich mich? Man kann mich nicht hören. Das heißt, woher weiß die Person, dass es die Farbe ist? Danke, ja, freut mich. Jetzt gehe ich aber rüber zu Rot, weil ich habe jetzt grün gemacht. Jetzt musst du langsam Rot wieder her. So. Und jetzt kommt die nächste Person, okay. Oh, wir haben es gleich geschafft, so. Okay, welche Farbe möchtest du? Oder Seite? Farbe ist nicht richtig, das ist das andere Format. Hier ist, wähle die richtige Seite. Rot. Warum könnt ihr meine Gedanken lesen? Warum könnt ihr meine Gedanken lesen? Es war rot. So, jetzt musst du aber da nur raus, weil ich muss die Tür wieder schließen. Ich muss die Tür so langsam schließen. Okay, perfekt. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Pack's mal wieder bei Rot hin. Komm. Pack's wieder mal bei Rot hin. Danke. Gerne, gerne, gerne. So, und jetzt kommt Samira. Ich sehe eine Deutschland-, eine Serbien- und eine Türkei-Flagge. Hi, Claudia, wie geht's? Gut. Dir? Okay. Dann jetzt aber Rot oder Grün? Grün. Na gut. Dann schauen wir mal, Samira. Und Grün ist leider falsch. Sorry. Na gut. Dann machen wir es mal groß. Und die geht hier rein. Wir lassen es mal bei Rot. Hi, Claudia. Schönen Tag. Ja, danke dir auch. So, gehen hier rein. Und das war's. Okay, Julien kommt jetzt. So, Julien, was wird es? Grün, bitte. Ah, grün ist, glaube ich, nicht richtig, Julien. Julien, grün ist nicht richtig. Es wäre rot gewesen. Es tut mir leid. Wir gehen jetzt mal bei grün rein. Ich gehe jetzt auch nur bei grün rein. Mal schauen, ob die Person aufpasst. So. Ich glaube, Anni. Okay. Anni, rot oder grün? Was wird es? Entscheid dich. Ich nehme grün. Dann schauen wir mal, was bei grün ist. Und grün ist es, Anni. Somit hast du Glück. Und du bist somit fertig. Okay, Freunde, somit habe ich alle abgeschlossen. Falls hier noch jemand noch nicht dran war, dann machen wir es im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Bilder machen oder ob wir am Ende Bilder machen, weil wir machen noch eine zweite Challenge. Die wird aber ein paar Wochen kommen oder ein paar Tagen. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.